Hallöchen Leute, willkommen zu einer weiteren Folge. Lass uns den Hofwerk machen. Ja. Ich hatte die letzte Folge gestreamt, aber ich hatte gerade so ab, bis zum Rumspacken, bevor es überhaupt klappt, die Folge hochzuladen. Ich hoffe, warum. Ja, aber es ist halt blöd, wenn ich dann im Stream bin, dann klappt das wieder nicht, dann kackt das halt ab und deswegen habe ich gesagt, komm, breche ich jetzt ab. Ziemlich eh essen war. Komm, gib's es auf, wenn wir viel geschafft haben. Ich hab gerade angefangen abzuladen. Wenn nicht. Aber naja, so wie es ist es halt. So, wieder 40.000 verdient, läuft. Kann ich schon Miststreuer mitnehmen? Weil wir wollen ja nach dem Dingstreuer auch Miststreuen. Kompost, deswegen. Noch also Miststreuer. Außen ist ein IT-Hörner auf, das ist ja auch was. Der hier kann auch Kalk. Und Mist. Ne, der kann Kalk. Das ist Kalk, oder? Ja, genau, das ist Kalk. Ah, der kann zwar noch Kalk, aber dafür keinen Kompost, und der kann noch Kompost und Mist. Nehmen wir den hier. Haben ihn gekauft, aber wir müssen jetzt erstmal zum Hof an, weil ich nachholen. Den. An Ethioner Ding holen. Dann kann ich mich mitnehmen. So. Hier rein, der ist leer, endlich. Geschafft. Das Wasser noch liegt, dann fahren wir nachher im Lade mit dem Dings zusammen. Meine Güte, wie heißt das denn jetzt? Meine Güte! Mit dem Telelader. Zum Beispiel zusammen sammeln. Oder mit dem Förderband mal gucken. Ich habe auch gerade die Idee gekommen, das Förderband dahin zu stellen und ein Förderband da reinzuschieben. Gleich, das heißt. Schon das Förderband davor? Ja, so ein bisschen auf die Straße achten, ist auf Denken. Das heißt, wir stellen das Förderband davor und sagen, wir ziehen das ganze Zeug ins Förderband rein. Also beim Förderband raus. Auf und kippen es dann vor dem Ding wieder ab. So, Alter! Jetzt falle ich doch einfach herunter, du Tricksding. Meine Güte. Ich bin gerade schlecht gelaunt. Nein, bin ich eigentlich nicht, aber doch gerade schon. Das ist wieder so laut auf einmal. So. Und zurücksetzen. Ja, hast halt nicht drin, Reifen. Mein Gott, ist mir halt so. Erstmal hier Dingsen. Vielleicht jetzt wieder weiter sammeln, dass wir. Weil, bevor ich gesagt habe, kann ich eh kein Kompost streuen von da. Oder Mist oder was auch immer streuen. Von daher ist es eh egal. Zuerst sammeln, dann kann ich streuen. Von daher kann ich auch erstmal schön jetzt hier aufsammeln. Und hoffen, das Schlimmste zum Aufsammeln. Meinung nach. No, jetzt geht's hier den Berg hoch. Einfach mal rein, let's go. Ich habe noch Kommentare, aber wenn ich, ja, ich kann die öffnen, wenn ich jetzt hier. Ja, wir müssen gerade das Pause-Ding hier sehen. Warte mal. Das auch so machen, da kann ich den Snack noch nebenbei. Und zwar da.
Ach, kann ich mal lenken, jetzt egal. Hat der Onkel Bob hat geschrieben. Moin. Moin. Schönes Video, aber Cosplay, kannst du gleich, ja. Das habe ich euch schon mal gesagt, und zwar letzte Folge. Den Cosplay schicken. Löhnt, ja. Du hast recht, aber ja. Es ist halt auch irgendwo. Das ist halt wie Helfer. Ich könnte auch jetzt auf dem Großbetrieb sagen, so, Vater und Sohn, also ein Drei-Mann-Betrieb zum Beispiel. Vater, Sohn, ihr fahrt mit für den bitte mit den seinen Maschinen ansehen und kriegt auch kein Geld dafür. Also vielleicht ein kleines Löhnchen, aber die auch. Kriegt auch nur einen kleinen Lohn. Könnte ich auch sagen, wenn ich zum Beispiel jetzt einen Betrieb habe, so, mein Vater arbeitet da, mein Sohn kann auch schon fahren und fährt auch schon einen Führerschein und allem. Kann ich sagen, ja, hier, du hast Zeit, kannst du vielleicht gerade fahren, kriegst ein bisschen Geld dafür. Mein Vater hat auch gerade Zeit, kann auch fahren, weil er beruflich zunimmt, kann auch gerade fahren, kriegt auch Geld dafür. Und ich fahre selbst vielleicht noch. Ja. Dann meine Frau, die soll auch mal gerade fahren, kriegt auch Geld dafür. Alle fahren wieder auf dem Hof machen. Zum Beispiel. Du wirst Geld für die ganze Mission bekommen, klar. Und wird es dann auch schnell mit dir auf sein, klar, weil es halt Familie ist. Aber ich würde auch erstmal sagen, in der Familie das Geld im Hof geben und dann würde ich sagen, hier, ihr bekommt was. Dann haben wir noch einen Kommentar von Isle of MTB. Hashtag Abo, Hashtag Like. Und dann hat er noch abgegeben, den Kommentar abgegeben, echt cool, ich spiele auch auf der Hofbergmann und finde sie richtig geil. Ja, danke. Und auch vielen Dank für dein Abo, I Love MTB. Echt mega geil. Freut mich, dass du das gemacht hast. So. Hab ich wieder geschossen. Jetzt kommen wir davon. Wo fällt eigentlich hier rum? Eigentlich keinen Sinn. Da kann ich mal ein bisschen anschubsen, mal gucken, ob er dann reinkommt. So. Oh, ist der blöd. Weil wir auch, weil wir ja gegengehauen sind. Oh nein. Oh, ihr könnt sogar noch fahren. Ist ja auch eine Sache. So. Ah, ein bisschen hier raus, weil eigentlich was steht eh drüben, von daher. Den IT-Wanna hinfahren zumindest schon mal ankoppeln und dann sagen, dass er rüberfahren soll. Voll Eile haben wir eh nicht. Mein Gott, dann ist es so. Wir werden heute irgendwann bestimmt auch fertig mit dem Sammeln. Jetzt wir nachher alles nochmal umladen, wahrscheinlich und dann rüberfahren. Um das überhaupt da reinzubekommen. Weil wir müssen jetzt ja alles mal wieder ins Ziel rüberfahren und. Ach, hör auf, es ist. Nochmal Arbeit, aber egal. Hui. Mal so hier hin. Mal so drehen. Jetzt nehme ich mich so hier hin. Ich dann mit dem Case hier rückwärts ranfahren kann. Und hier vorab kippen kann. Das dann einfach aufsammeln kann. Auch nachher wieder. Im Dings. Da. Mal gucken, ob das so passt. Meter zurück, also noch. Gut. So ein Stück ungefähr. So, dann kommen wir jetzt zum Einsatz, indem wir darüber fahren und uns das Ding hier alle hauen wieder. So, mal rechts rum. Boah. Ganz schön rutschig gerade, weil ich voll in die Eisen gegangen bin. Bis ich gegen das Ding haue.
abgeladen oder was ist jetzt passiert? Oh, da ist ein Haufen. Egal. Das funktioniert besser, aber auch nicht wirklich besser. Ich finde, das Ding könnte schneller arbeiten. Ich bin auch schnell im Aufsammeln, das wäre mal was. Ist ja mega langsam im Aufsammeln, deswegen. Muss ruhig ein bisschen schneller sein. Dann wäre alles in Ordnung, aber so. Ich bin beschissen. Weil du einfach nicht vorankommst. Wir ziehen großen Haufen liegen, dann großen Haufen liegen und dann fährt er mal transportiert alles rüber. Meine Güte, dauert das lang. Ist halt wirklich einfacher, alles direkt ins Lager ins Ding zu kippen. Und ich glaube, mein Kompost konnte mir nicht ins Lager kippen. Testen wir gleich mal aus, ob wir Kompost ins Lager kippen können. Ich fahre jetzt mal gerade ans Feld und dann gucken wir mal, ob es wirklich nicht ging. Kompost ins Lager kippen. Hier rechts runterfahren, dass wir ein bisschen so auf dem Weg stehen, wenn er einen Weg rein will. Oder wohin möchte ich hier? Da wir ihn hier fertig machen. Nicht SRG, GGGX. Abladen soll er ja. Nein, klappen. Händler bitte. Danke. Let's go. So. So, wir fahren jetzt wieder rüber und testen das mal aus. Das ich nicht ging. Muss halt zu lagern. Ansonsten, weil gerade wieder mal umgestellt wird, Kompost eingelagert nochmal. Eben schnell. Weil wir hätten den Hänger locker wieder voll, wenn der noch nicht mal leer ist. Das ist richtig beknackt. Ich muss sagen. Da ist einfach viel zu langsam. Wir müssen einfach mit ihr abladen können oder sowas. Wenn ein Punkt oder so eine Art Loch haben, wo man reinkippt, dass ein Loch dann aufsteht oder sowas. Also ist blöd. Wirklich, so ist richtig blöd. Weil zwei Lager drin, aber mehr wahrscheinlich ins Lager rein. Ich liebe noch irgendwo anders, auf dem Haufen da hinten rein. Das ist so einen großen Förderband hier rausfliegt. Förderbänder dann rausgeholt und hingekippt. Und Kompost wird eingelagert. Er liegt natürlich wieder drunter. Kann ich gar nicht lagern, na toll. Ah ja, aber irgendwo klar, ich ihn nicht lagern kann. Na super. Selbst sie stehen auf dem Feld, ist nicht meins, von daher ist es egal. Dann fahren wir dir weiter. Mal das Feld erkriegen. Das ist echt mal langsam nötig. Das wird mal leer wird. Also ich glaube, wir werden hier nie fertig auf dem Feld. Also weiter trödeln.
Die sind ganz einfach. Kommt dann nicht auf jeden Millimeter Zeug an hier. Das meiste, weil das halt auch guter Dünger sein wird. Mal Düngenkompost. Und irgendwann, wenn ich ja mehr Felder habe, weil nächstes Mal wollte ich eventuell sowas machen wie Sojabohnen oder Raps. Also ein Blumen. Wenn ich ja Raps. Also, nee, Sojabohnen werden es werden. Was halt für meine Tiere brauche, für meine Hühnchen. Mal gucken. Und für die brauche ich ja Weizen. Aber Weizen habe ich noch ein bisschen was da. Ich könnte nur noch sagen, da macht man so eine kleine Bahn hier rechts am Rand Weizen oder sowas hin. Eine Option. Auf jeden Fall müssen wir gucken, dass wir langsam hier Zeug feldfrei kriegen, dass wir hier mal anfangen können, bald Mist zu fahren. Ich würde gerne Sonntag Mist fahren. Ich meine, das wird was werden. Davon gehe ich aus. Kompost fahren. Aber das ist halt noch nicht. Jetzt weiß ich gar nicht, wie es da aussieht. Mist. Ob da schon vieles oder eher weniges bei den Kühen Mist. 5000 Liter ist nicht viel. Nein, schon gibt es neues Tier. Wenn wir zwei Tiere rüberfahren im nächsten. Ich habe vor, noch so einen Hänger mal zu gucken, ob ich einen Hänger nochmal, auf so ein paar Fahrzeuge noch mit jetzt Logo drauf machen kann. Auf zum Beispiel Tierhänger, die ich Bock mit dem Logo auf dem Tierhänger, auf einem. Was noch, auf dem IT-Wanner aufmullen, hätte ich gerne Lust drauf mit so einem WDSP Logo. Weil krass ist. Schreib mal Namensvorschläge für eine Agrarfirma. Irgendwie in die Kommentare. Also zum Beispiel jetzt Agrarfirma WDSP oder Hof WW oder keine Ahnung. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall. Oder Agrarbetrieb. WW. WW ist Agrarbetrieb. Ich hab's nicht. WW ist Agrarbetrieb. Fragt mal in den Kommentaren, was ihr sagt. Was euch gefallen würde. Nämlich ich mich Samstagabend das Teil umbauen. Und Samstagmorgen, nachdem ich es schaffe. Sogar schon morgens. Und dann die zweite Folge mit reinnehmen. Ich weiß halt, was er halt. Ja, also ich wäre für WWs Agrarbetrieb, das wäre geil. Mach dann so irgendwelche Schriftzüge, die ich dann so auf die vier, auf die Maschinen draufklatsche. Mit WWs Agrarbetrieb. Das würde ich mir ziemlich nice vorstellen. Rücken tut weh. Sportfest heute. Ich hatte heute Sportfest. Ey, das war anstrengend des Todes. Weil sonnig und blah. Jetzt habe ich Rückenschmerzen. Ein bisschen was. Nur ein bisschen. Ich werde es überleben, aber schon ein bisschen da. So, wir nehmen erst in die mittlere Kammer. Das würde ich jetzt so rangieren müssen. Das wird halt gar nichts, außer durch die Spiegel. Dass die Spiegel immer erst so scheiße eingestellt sind. Kann ich nicht fahren. Also nicht gut zumindest. Ich kann damit fahren, aber halt nicht gut. Ich meine, einigen von euch wird es auch so gehen, dass ich nicht gut damit fahren kann, mit den LS9 Spiegeln. Mit den LS-Spiegeln. Kann ich nichts hinkippen. Da war gar nichts rein zum Ding. Da sind die ganzen Ladewagen Stroh rein. Ja, mehr aber, nö. Naja, bleibt so liegen. Nachher dann. Die aufgedingst ist wieder mit dem Förderband aufgesammelt. Haben wir hier einen großen Strohhaufen, Strohteppich hin.
Mit uns kann ich nicht, wie ich es machen soll. Ich meine, klar, ich könnte es euch jetzt verkaufen, aber. Ist doch Quatsch. Ich jetzt verkaufen und dann zu brauchen. Ich habe auch kein Lager, wo ich es reinlagern kann, also muss ich irgendwie so machen. Okay, ich könnte es rüberlagern in andere Lagerdinge da rein, aber das macht auch keinen Sinn jetzt. Um zu lagern, würde ich es gleich wieder rauszuholen. Dann ist Stroh genauso wenig Sinn. Das macht alles irgendwie keinen genauen Sinn, keinen wirklichen Sinn. Wenn es das gäbe, wäre wahrscheinlich alle Hänger voll zu füllen mit dem Krams und dann Kompass leer zu kriegen irgendwie und dann wäre es halt. Keine Ahnung. Meine Güte, das ist so kompliziert. Naja. Ich würde sagen, das wär's für heute. Wenn es gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in den nächsten Folgen vorbei. Also heute um 12 Uhr. Macht's gut. Bis dann. Und Abo nicht vergessen. Ciao, ciao.